Er schafft seinen ersten Versuch. 4:06. 4:30 im Zehnkampf schon auf Berger an der Reihe. Eigentlich zugelegt hat, nicht nur qualitativ in den einzelnen Ergebnissen, auch vom Nervenkostüm her. Das war der erste Wackler von Distelberger im Bewerb, aber er hat diese höllisch schwierige Aufgabe bravourös gemeistert. Dominik Sidlacek, 4,16 Meter. Jawohl. Dominik Sidlacek, 4,16 Meter, jetzt schon überquert. Momentan Österreichzeit beim Stabhochsprung. Wiederholung, Dominik Sidlacek, ganz deutlich über 4,16 Meter. Und drüben warten wir wieder auf Dominik Distelberger. Ja, das ist ein bisschen geschreckt hier, die 4,66. Dominik Distelberger denkt ja nicht daran, jetzt noch irgendeine Höhe. Jetzt legt er mal 4,26 auf. War der erste Fehlversuch von Sidlacek. Vielleicht ein ganz guter Vergleich. Beide sind ja in Salzburg vergangenes Wochenende bei dem sozusagen Dreikampf-Generalproben-Meeting, das sieben anwesende Zehnkämpfer bestritten haben, angetreten. Dominik Distelberger. Distelberger über 4,76. Zu nah dran, auch das ungültig. So, und damit gilt die ganze Aufmerksamkeit dann gleich wieder Dominik Distelberger. Ja, was wir so hören aus seinem Umfeld von unten, er dürfte sich schon langsam seiner Situation bewusst werden mit den 8000 Punkten. Er dürfte sehr nervös sein im Moment. Sie hat ein bisschen. Umso wichtiger, dass er da den letzten Versuch so kommt. Von der Höhe her hat das allemal drauf. Und er schafft es auch. Super, jawohl, wunderbar. Also die Österreicher nicht nur stark von den Leistungen her in Summe, sondern dann auch erfolgreich im Bewältigen der ganz großen Stress. Wir haben noch keinen Ausgeschiedenen in der guten Anlage, auf der guten Anlage Trey Hardy und Van der Platzen. Ja, da kommt es schnell wieder zum Fotostudium. Da wird also der erste sein, Dominik. Schüsse gemacht. Da kann man gleich schauen, ob das so irgendwie auch aussieht, wie es aussehen sollte. Österreichisches Wahllaufen. Na, der war es noch nicht. Im ersten Sprung hat es nicht geklappt. Jetzt schauen wir auf Dominik Distelberger und er bittet wieder Unterstützung. 4,86 Meter, das würde eine Verbesserung gegenüber seinem bisher besten Zehnkampf bedeuten. Ja, das war ein Supersprung. Das war erstklassig. Da hat er jetzt erstmals andeuten können, wie hoch es hier noch für ihn hinausgehen könnte. 4,36. Sind schon wieder 18 Punkte mehr als bei seinem besten Zehnkampf. Also das Auftreten der Österreicher wäre wirklich hocherfreulich.
deswegen ist das Problem. Ja. Passt eigentlich alles, ja. Dankeschön. Sidlacek für 46. Ja, sein erster Versuch, aber so vielversprechend wie der zweite über 4,36 ausgesehen hat, muss man sagen, auch das möglich. Durchaus im Bereich des Möglichen auch diese Höhe für Dominik Sidlacek. Also, da haben wir schon kurz gehört von Herwig Grünsteidl, was die Detailprobleme da sein können. Ach, rechte Schulter spielt nicht ganz mit, und wenn man dann durchzieht, dann jetzt hat er wieder ordentliche Streuung drinnen. Einfach so über 4,36 da geglückt, der war so gut, so vielversprechend, und die ersten beiden jetzt über 4,46. Nein, geht auch nicht mehr. 4,36 kommen in die Wertung, aber ähnlich wie bei Distelberger auch besser als je zuvor in einem Zehnkampf. Jetzt auch ein bisschen Luft hier auszuruhen.